schlaf mit mir. Sagst du das zu jedem Hasen, der hier vorbeikommt? Das habe ich mir nur für eine Pfeife angelacht. Und was ist mit meinem Charme, hä? Meinen Talenten, meinem Geld? Hä? Du hast es überhaupt gar nicht verdient, dass man zu dir zurückkommt. Du hast mir gar nicht erzählt, was passiert ist. Was meinst du? Marek hat dich doch letzten Monat im Club besucht, oder? Ja, da kommen viele Männer hin. Immerhin habe ich dich da kennengelernt. Er hat sich also zu dir in die Bar gehockt, ihr habt ein bisschen miteinander gequatscht und dann ist er wieder gegangen. Ja. Und du hast nicht mit ihm geschlafen? Nein. Wieso vertraust du mir nicht? Ich meine, wir waren damals nicht zusammen. Es ist nichts passiert, Jan. Wer von uns beiden hat denn mit diesem Biest zusammengelebt? Wieso rechtfertigst du dich jetzt? Ich rechtfertige überhaupt gar nicht. Dann sag mir die Wahrheit. Wieso? Weil das meine Sucht ist. Ohne sie. Vertrau mir. Hannah, ich wollte dir nur sagen... Er hat mich gefickt. In der Nacht. Und am Morgen dann nochmal. Und ich habe es genossen. Sehr sogar. Ich weiß. Er hat es mir erzählt. Du hast es gewusst? Ich wollte es von dir hören. Wieso? Ich dachte, vielleicht hat er mich angelogen. Du testest mich? Es tut mir leid. Ich bin ein Idiot. Ich möchte, dass du verschwindest. Bitte, du darfst das jetzt nicht beenden. Geh jetzt. Oder ich rufe die Polizei. Das tust du nicht. Warum hast du mit ihm geschlafen? Weil ich Lust dazu hatte. Warum?